Servus und damit recht herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Wir müssen uns etwas beeilen, weil ich habe gerade gesehen, wir haben noch 12%. Fucking 12% haben wir noch. Das heißt, wenn das weg ist, können wir mit unserem Seebohrengedöns nicht mehr hier raus. Und das bedeutet unweigerlich, dass wir krepieren werden. Kreatureilen. Fremde Eier, okay. Kreaturei? Was sind das für Kreatureneier? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oxygen. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. So, hier war doch irgendwo ein Diamant gerade gewesen. Da. Fakt ist, Bohren brauchen wir, glaube ich, ja. Was wir aber brauchen, ist Dings. Der Krebs an sich. Also, ne, die Maschine. Da unten liegt noch ein Krebs. Stirnlampe. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Hält es nicht davon ab, diese Silber mitzunehmen. Jetzt hätten wir uns doch fast wieder das selber umgebracht. Das tun wir uns auch noch. So, jetzt gehen wir dort rein, holen uns noch schnell das Artefakt. Das Artefakt, wollte ich gerade sagen. Das, ja, habe ich gesagt, das Krebsgedönse. Nehmen wir uns mal einen von denen mit. Für das Aquarium meist. Was wir uns auch mitnehmen, sind die hier. Für das Aquarium meist. Kann man das erforschen? Ja. Nee. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. So, da hätten wir den Krabs. Das bedeutet, wir können jetzt zurück. Wir haben ein bisschen Ressourcen mitgenommen. Ich gesagt, hallo und herzlich willkommen. Ich kann sein, keine Ahnung. Wenn ihr dann... Hallo, herzlich willkommen zurück. Blei brauchen wir noch, ne? Das ist eigentlich unsere Hauptmission. Upsala, Verzeihung. Den dort müssen wir noch mitnehmen. Du musst in mein Aquarium kommen, du kleine Sau. New creature discovered. Du geile kleine Sau.
Ach, die. Ups. Upsi. So, 11% noch. Das ist so klein. Verzeihung. Dann mal hinauf in die Ungewissheit. Nochmal so als Interesse halber, was ist das für ein Ei? Unbekanntes Ei. Okay. Der Krebs, der braucht emailliertes Glas. Lastalbaren Energiezelle und einen Computerchip. Was ist das? Ionenwürfel. Quantenkiste, ein Lagerbehälter, der sich den Inhalt mit allen anderen Quantenkisten teilt. Also so eine Art Endertruhe. Das ist ja krass. Sehbaren Schlafverteil braucht kein Schwein. Gravitationsfalle braucht kein Schwein. Das brauchen wir noch. Aber vorher machen wir nach Haus. Oder zumindestens. Oder zumindestens machen wir zu unserem Rettungskapselchen. Da werden wir uns den Krebs bauen. Verzeihung. Den Krebs werden wir uns bauen. Blei werden wir auf jeden Fall noch sammeln müssen. Blei werden wir brauchen, um da weiterzubauen. Vor allem um den Krebs aufzubauen. Da werden wir Blei brauchen. Blei. Ja, Blei. Blei brauchen wir. Seek fluid intake. Ja, wir sind ja dann gleich unterwegs nach Hause. Räum mal nicht gleich rum. Ist ja gut, dein Blei, dein Titan, mein Gott, das ist ja also nicht unbedingt so, als wäre da wenig davon da, ne? Also muss mich nicht gleich so voll belegen. So, dann eiern wir mal zurück. So mal reparieren und dann Energiezelle wechseln, beziehungsweise Energiezelle nur mal holen gehen. Hier kriegen wir auf jeden Fall Blei überall. Ja. Und dann geht's zurück zur Heimat. Eigentlich können wir gleich zur Heimat. Aber dann müssen wir. Wir brauchen erstmal was zu saufen. Saufen brauchen wir erstmal. Ja. Hallo. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Machen wir das Licht aus. Vielleicht gibt es da weniger Stromverbrauch. Es wird gerade etwas dunkel. Ich würde gerade sagen, hä, wo ist denn jetzt der. Das ist da drüben. Hallöchen. Schau, dass wir keinen Rückspiegel haben. Ein Rückspiegel wäre was Geiles. Der Brei hat irgendwie Probleme. Ja. So, naja.
Das war ich nicht. So, da haben wir jetzt erstmal das. Eisberg voraus! Hab ich nie kommen sehen, den Eisberg, ne? So, hier werden wir erstmal was trinken. Trinken, trinken, trinken. So, zack, zack, zack. Vital signs stabilizing. Ja, 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 ja. Das Gute ist aber, die leeren Batterien hier, ne? Die können wir mit der... Hier noch was. Dem Zeug können wir die, glaube ich, auch zu so einer Energiezelle machen, aber die ist dann voll. Da, 100% voll. So. Die Sache ist die, wir haben dreimal Blei, da werden wir mehr brauchen. Viel, 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 viel mehr. Das werden wir auf jeden Fall anbauen müssen. Ringelpilz. Ach, das ist so. Ach so. Die Frage ist, wir müssen erstmal echt alles zur Basis holen dann. Weil hier haben wir noch echt viel Zeug, das brauchen wir erstmal nie. Das müssen wir auch anbauen. Das könnte eigentlich erstmal hier rein. Nehmen wir erstmal das Schwefel mit und hauen die hier dafür rein. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir auch mal mit. Das Gold brauchen wir. Wir nehmen das Gold mal mit. Und das Silber. Die Tischkrallen können wir, glaube ich, nicht anbauen. Ne? So, und dann verkrümeln wir uns mal zu unserer Basis. Gucken mal, dass wir da weiterkommen. Ein Tauchdock wäre noch ganz nice. Ah, wir brauchen, warte mal, mir zwei zufällig. Dann müssten wir uns gleich noch eine bauen. Wir hätten viel. Haben wir hier nicht auch noch einen dabei? Wir haben hier keine mehr dabei. Wir brauchen nämlich zwei, ich Trottel. Wir gucken mal, ob wir noch zwei von den Dings haben. Von den leeren Energiezellen. So, hier haben wir keine. Eine hatten wir hier unten auf jeden Fall drin. Hier war auch keine drin. Ja, da müssen wir mit der 50er hier zurechtkommen. Eine von denen werden wir sowieso vorcrappen und um uns hier die Dings zu bauen. Kann ich eigentlich gleich eine rausnehmen, ne? Haben wir wenigstens gleich 54%. Und dann schippern wir mal zu unserer schnieken Basis. Ich glaube, er wird sowieso gerade hell, deswegen haben wir da gute Karten. Was zu sehen? So, da schauen wir mal irgendwo.
Kommt hier natürlich noch ein Berg. Zumindest eine Insel oder sowas. Ja. Regt euch mal nicht so künstlich auf. Ist schon schick. Geil wäre es natürlich, wenn die hier wirklich unterschiedliche Farben hätten, ne? Salz. Lithium wissen wir auch, wo es welches gibt. Das werden wir auch bald brauchen. Und zwar nicht zu knapp. Wir sollten auch dorthin fahren, wo unsere Basis ist und nicht gerade dorthin, wo der Leviathan rumgeiert. Und der Leviathan, der will uns ans zarte Eingeweidel. Das ist eher kontraproduktiv, dem zu begegnen. Hauptsache der eine, der schwarze oder weiße Leviathan, der da unten rumkraucht, ne? Kommt dann hier rausgeschissen und sagt sich so, ja, Hallöchen, ich werde dich mal so richtig derb deinen kleinen Babes beißen. Beiß mich in meine Babbe. Warning, passing 100 meters. Oxygen Efficiency decreased. Halleluja. Ist das ein weißer oder ist das nur ein roter? Das ist ein schwarzer, oder? Ja, du, Bro. Ne, es ist ein roter. Oder? Ist das jetzt ein roter? Jetzt rauszugehen ist natürlich derber. Das ist ein roter, ja. Oder ist. Doch, ist ein roter. Ja, jetzt sieht man, es ist ein roter. Jetzt rauszugehen ist natürlich derber Analfist für mich selber, aber. Das müssen wir jetzt erklären, wa? So, emaliertes Glas hat man immer hier. So, bitte immer emaliertes Glas. So, dann brauchen wir unser Konstruktionswerkzeug. Hier haben wir noch einmal Batterie gehabt. Integrity restored. Draining systems initiated. Okay. This is how this is. Wir haben auch kein Quarz da oben hier. Und raus kommen wir auch gerade, ne? Das ist eine sehr ungünstige Situation, in der wir uns befinden. Lithium brauchen wir dazu. Haben wir ja zum Glück da. Dann würde ich sagen, wir bauen hier erstmal hier hinten Lithium rein. Eine Verstärkung rein. Problem ist, wenn ich jetzt rausgehe, der Johnny wird instant auf uns aufmerksam. Ja. Wir machen erstmal hier die Kuppel hin. So.
So, warte mal, wir hatten doch irgendwo noch. Oh ja, na klar. Fasergewebe, du Blödmann. Fredsbett. Oh, schön, Doppelbett. Ein Doppelbett, ein Einzelbett. Chefschreibtisch. Schreibtisch. Chefschreibtisch ist. Das klingt schon mal richtig gut, du. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Und ciao. Mit V.